Spiel, um wirklich euch im Endeffekt wirklich einen maximalen Mehrwert mitzugeben, dass ihr wirklich heute die Möglichkeit habt, sehr, sehr viel lernen zu können. Und das Coole ist wirklich daran, dass das Ganze jetzt nicht irgendwie einfach etwas ist, komplett vorgeplant ist oder was auch immer, sondern ihr bekommt wirklich eigentlich da wirklich die Antworten, die ihr im Endeffekt dann einfach hören müsst, um wirklich hier mit IM, mit Trading, mit dem Business halt wirklich auf das nächste Level kommen zu können. Ja, und hierfür würde ich einfach mal ganz simpel beginnen mit der ersten Frage, die ich dir im Endeffekt stellen möchte, ja. Und zwar möchte ich dich einfach mal ganz, ganz simpel fragen, und zwar, Bro, ich meine, du bist jetzt auch schon eine sehr, sehr lange Zeit hier im Endeffekt in der Industrie tätig. Und meine Frage an dich ist eigentlich ganz, ganz simpel, und zwar, was würdest du denn sagen, war denn da bei dir auf deinem Weg in den letzten Jahren so der Auslöser Nummer eins, damit du eigentlich so im Endeffekt so wirklich das erste Mal wirklich Erfolg bekommen hast? Sehr interessante Frage auf jeden Fall. Bei mir, wenn ich zurückdenke, ich meine, ich bin jetzt selber schon, was sind das, 4,5 Jahre jetzt circa in dieser Branche tätig. Und ich weiß noch ganz am Anfang, also ich habe eine komplett andere Firma erst eigentlich kennengelernt, zwar so eine komplett andere Company, was überhaupt nichts mit Trading zu tun hatte. Und ich weiß auch auf jeden Fall noch am Anfang, hatte ich immer ein wenig Schwierigkeiten, sage ich jetzt mal, so die größeren ersten Steps zu machen, so die größten ersten Erfolge zu bekommen. Es ging ab einem gewissen Zeitpunkt dann aber immer und immer und immer schneller. Und was war das? Wenn ich so zurückdenke, war das definitiv damals, dass ich muss gerade überlegen, also ob das Polen oder Prag war, also Tschechien. Es war aber definitiv in Tschechien, und zwar war das meine erste Convention, die ich selber miterleben durfte. So. Also das war wirklich so der erste Moment, glaube ich, wo ich das erste Mal an einer Convention war, wo ich das erste Mal an einer Firmenconvention war, das große Ganze das erste Mal sehen durfte, sage ich jetzt mal, wo das Ganze hingeht, was denn, wie groß denn das Ganze überhaupt ist. So, das heißt, ich habe wirklich das erste Mal Menschen auf dieser Bühne gesehen, die ihre Stories erzählt haben. Und ich eigentlich durch das mich identifizieren konnte, weil die Leute ihre Stories erzählt hatten und ich schnell bemerkt hatte, okay, alright, ich bin nicht alleine mit dieser Situation. Es gibt auch andere Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind, die es jetzt bereits geschafft haben, die jetzt dort oben stehen, was für mich automatisch für mich eine Bestätigung, eine Sicherheit dementsprechend gegeben hat, hey, alright, ich kann es zu 100% auch schaffen. Und ich denke mal, es war wirklich so der Punkt, der, als ich wirklich das erste Mal an der Convention war, ich hatte noch nicht mal wirklich Ahnung, hey, wie funktioniert das Ganze, hatte noch überhaupt noch gar keinen Erfolg, ich glaube, ich hatte noch nicht mal einen Rang erreicht, also noch nicht mal das erste Level war komplett eigentlich unranked, völlig okay, so. Bin aber an diese Convention hingegangen, ohne wirklich viele Erwartungen, und bei mir war aber wirklich so der Punkt, dass ich dann das erste Mal wirklich diese Leute auf dieser Bühne gesehen habe, das große Ganze gesehen habe, wirklich meine, ich sage jetzt mal, 3 Tage an der Convention war, wo die Energy auf einem komplett anderen Level war, wo ich das am ersten Tag zuerst mal gedacht habe, so, okay, was mache ich genau hier? Aber es ging ziemlich schnell und ich war in dem Ganzen drin. Und ich sage mal so, als ich wirklich von dieser Convention, ja, was ich von dieser Convention nach Hause geflogen bin, so mit einem Teampartner, so, ich weiß, ich hatte gar kein Team. Und ja, ich bin nach Hause geflogen und es hat sich sehr, sehr, sehr viel verändert, weil was da halt danach passiert ist, ist absolut crazy eigentlich, weil es ging eigentlich ziemlich schnell. Also ich weiß, ich bin zurückgekommen von Tschechien und es waren circa, was waren das, 2 Monate, 3 Monate und ich habe den ersten 3 Ränge gehittet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich so wirklich zurückdenke, war das alles wirklich nur wegen der Convention. So, und ich sage wirklich, Convention war wirklich so der Punkt, wo bei mir das so der ausschlaggebende Punkt war, wieso bei mir dann die ersten Erfolge halt wirklich angekommen sind, ja. Voll. Crazy, Genau. crazy. Und ja, Safe, jetzt vielleicht gleich eine Rückfrage vielleicht gleich an dich so. Und zwar, du warst ja eigentlich so die Person, die damals eigentlich am Start war. Ich habe es hier mal für mich noch eine Frage hier oben aufgeschrieben. So, du warst ja eigentlich so die Person, die in dieser Zeit eigentlich hier am Start war, als IM Germany eigentlich komplett am Anfang war. So, als eigentlich noch gar nichts wirklich da war, als die Produkte eigentlich noch komplett am Anfang waren. Und meine Frage an dich ist so die: Was war so der Grund, dass du die Entscheidung getroffen hast, dass es wirklich die richtige Company ist und dass du mit dieser Company zu 100% wirklich den Erfolg zu 100% haben wirst? Ja, interessante Frage. Interessante Frage. Im Endeffekt müsst ihr euch vorstellen, so, ich bin ja damals eigentlich so im Dezember 2016 so in diese Industrie gestartet. Damals noch in einer Firma, wo es um irgendwelche Gesichtscreme ging, irgendwelche Produkte, irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel und solche Sachen. Und im Endeffekt, so für mich war eigentlich sehr, sehr schnell klar, dass ich mich mit der Thematik Unternehmertum beschäftigen möchte, halt einfach aus dem Grund, weil ich halt damals ganz, ganz am Anfang halt so ein Buch gelesen gehabt habe von Robert Kiyosaki, wo es um die 4 verschiedenen Wege ging, wie man im Endeffekt Geld verdienen kann. Und
Auf der anderen Seite war aber dieser Investor-Part, ja, welcher für mich auch extrem, extrem interessant war, weil ich halt einfach so wusste, so okay, Investoren und Unternehmer, das sind die Menschen, welche so das meiste Geld auf dieser Welt besitzen, welche dieses Leben leben, was wahrscheinlich jeder Mensch haben möchte, welche Freiheiten besitzen und so weiter. Und im Endeffekt musst du dir vorstellen, so als ich damals IAM Mastery kennenlernen durfte, da war, wie gesagt, IAM noch wirklich bei null. Also ich wage mal zu behaupten, bei der kompletten IAM Mastery Academy Germany Organisation war ich so wahrscheinlich so die 10. Person, die sich registriert hat oder so. Also wir waren wirklich komplett am Anfang so. Das war eigentlich im Endeffekt alles noch komplett auf null. Aber der Grund Nummer eins war definitiv halt wirklich einfach, weil es extrem, extrem interessant für mich war, diese Fähigkeit zu erlernen, wie man dann schlussendlich aus seinem Geld mehr Geld machen kann. Und ich einfach realisiert habe oder verstanden habe, dass genau das, was I am, schlussendlich nicht nur mir, sondern eigentlich jedem Einzelnen von euch, aber auch jedem einzelnen Menschen da draußen einem im Endeffekt beibringt, genau dieses Wissen ist, genau diese Information ist, was jeder einzelne Mensch braucht, um schlussendlich langfristig gesehen wirklich frei werden zu können, um wirklich, ich sag, wohlhabend werden zu können, um Freiheiten zu besitzen, um nicht irgendwelche Struggles zu besitzen, um irgendwie Angst zu haben, zum Briefkasten zu gehen, weil da könnte ja so ein Briefumschlag drin liegen, wo dann steht 200 Euro für das und das muss man noch bezahlen und man kriegt direkt so einen Kopf, whatever. So, und das war eigentlich so bei mir damals so ein sehr, sehr großer Punkt, ja, wirklich eigentlich im Endeffekt zu lernen, wie man aus seinem Geld mehr Geld zu machen. Und auf der anderen Seite sah ich aber auch damals schon natürlich auch die Geschäftsseite, ja, auch den kompletten Vergütungsplan, was man da für Möglichkeiten hat. Und für mich war auch das natürlich sehr, sehr interessant, weil ich halt eigentlich, ich hab gewusst, so, okay, ich kann hier lernen, wie ich aus Geld mehr Geld machen kann. Ich kann das mit anderen Menschen teilen. Aber dafür im Endeffekt mir auch noch ein unternehmerisches Einkommen zu generieren, ein Einkommen, welches wiederkehrend kommt, das war auch für mich sehr, sehr interessant, weil im Endeffekt, man muss sich vorstellen, so, was ist denn überhaupt wiederkehrendes Einkommen? Ich wage mal zu behaupten, wiederkehrendes Einkommen bedeutet so das oberste Level von Freiheit. Ja. So, wenn man einfach, ohne dass man aktiv was zu tun muss, Geld bekommt, ist das so das höchste Level an Freiheit, was man haben kann. Ja? Und das im Endeffekt, das zu kombinieren, Trading sowie auch Network Marketing in eines zusammenzubringen, ist halt im Endeffekt meiner Meinung nach einfach eine Kombination, welche man so erstens da draußen nicht einfach so findet, aber auch definitiv nicht schlagbar ist. Und das war eigentlich so im Endeffekt bei mir damals der Grund, warum ich mich damals entschieden habe, obwohl noch nichts war, obwohl es noch keine Einarbeitungszeiten gab, obwohl es noch keine, hey, was ist ein Risikomanagement-Tipps gab oder was auch immer, das gab es ja alles nicht. Ihr müsst euch vorstellen, wir mussten ja alles selber erlernen. Wir hatten auch noch keine Tools, kein Swipecoin, kein Steady, das gab es ja alles nicht. Das muss man erstmal verstehen. Wir hatten Ausbildung und das war's. So, aber war halt eben sehr, sehr interessant, weil halt eben genau dieses Wissen im Endeffekt ich einfach haben wollte. Ja, so. An dieser Stelle möchte ich auch kurz eine Frage an dich zurückgeben. Und zwar jetzt nicht so, warum du gestartet bist, aber was würdest du denn all den Menschen mitgeben auf ihren Weg? Weil ich wage mal zu behaupten, von diesen knapp 100 Menschen, die auf diesem Call sind, sind safe auch ein paar Leute, welche vielleicht auf ihrem Weg wirklich noch am Anfang sind, jetzt noch nicht extrem, extrem weit sind, vielleicht Pure 50 sind, vielleicht P600 sind, vielleicht schon die ersten positiven Trades hatten und so weiter, aber eigentlich im Endeffekt von dieser ganzen Karriere, wo eigentlich im Endeffekt noch vor ihnen liegt, vor diesem ganzen Werdegang, eigentlich so gesagt noch am Anfang sind. Und meine Frage an dich ist ganz, ganz simpel, und zwar: Was würdest du diesen Menschen mit auf den Weg geben? Vielleicht einfach so 1, 2, 3 Punkte, ja, was sie im Endeffekt umsetzen können, um auf das nächste Level kommen zu können. Sehr, sehr gute Frage auf jeden Fall. Ich finde es sehr, sehr interessant auf diesem Call, weil es war komplett unvorbereitet, was so diese Fragen, so es kommt besser auf dem Panel, so wenn du auf die Bühne kommst an der Convention. Aber ist auf jeden Fall mehr interessant. Jetzt, wenn ich jetzt mal, ich sage jetzt mal, Tipps mitgeben könnte, Punkte mitgeben könnte, was brauchst du aktuell in deiner aktuellen Situation, wirklich aufs nächste Level zu kommen, kann ich eigentlich zurückdenken und einfach mal in mich selber zu versetzen und zu sagen, hey, okay, wenn ich jetzt an diesem Punkt wäre, was würde ich denn brauchen, um wirklich aufs nächste Level zu kommen, um jetzt wirklich den nächsten Rang, sage ich jetzt mal, wirklich auch zu hitten, wenn wir uns wirklich das Network jetzt mal anschauen. Und sage jetzt mal wirklich, dass einer der ersten wichtigsten Punkte war, über das, was man eigentlich immer und immer wieder spricht und was man immer und immer wieder hört und immer wieder sagt, was aber trotzdem für mich ein extrem, extrem wichtiger Punkt ist, ist halt wirklich das einfach mit einer Entscheidung zu treffen. So, das ist wirklich so der erste Punkt,
was ich zu 100% jedem Einzelnen mitgeben möchte, weil viele, viele sagen, ich habe eine Entscheidung getroffen, aber setzen das nicht zu 100% wirklich um. So. Und was ich wirklich als erstes dir wirklich an die Hand mitgeben kann, ist wirklich zu 100% sich eine Entscheidung zu treffen. Mit einer Entscheidung zu treffen, meine ich nichts anderes als halt wirklich das, sich auch bereit zu sein, sich zu trennen von Dingen, die dich aktuell halt wirklich abhalten von dem Ganzen. Weil ich sage halt wirklich so, ich denke mal, bei vielen, vielen Personen ist so der Punkt so der, dass sie ein wenig abbremsen, ein wenig stagnieren. Oftmals auch der, weil sie halt gewisse Gewohnheiten halt noch im Leben haben, die sie halt nicht abschalten können. Und genau das ist oftmals so eine kleine Sache, was es ausmacht, wieso dass die Person nicht aufs nächste Level kommt. Ich meine, das kenne ich selber von mir früher, wenn ich zurückdenke, hatte ich damals, ich war fasziniert im Thai-Boxen und hat das 4 Jahre gemacht. Ich wollte in diesem Bereich eigentlich auch Karriere machen, aber ich musste das Ganze komplett beenden, weil ich einfach wusste, hey, ich kann nicht vier Tage der Woche kann ich nicht trainieren gehen. Es funktioniert nicht, weil ich genau durch das immer in diesen gewissen Zeiten halt, auch wenn es nur 1 Stunde, 2 Stunden sind, so zum 1, 2 Stunden ist, wo extrem, extrem viel ausmachen. Und ich denke mal, auch das ist zum Punkt, dass ich diese Entscheidung damals getroffen habe, hatte auch einen Punkt, also einen Grund dafür, dass es bei mir ja, auch überhaupt das gekommen ist, dass ich auf das nächste Level gekommen bin. So, auf der anderen Seite ist so, ja, auf der anderen Seite, was ich als Punkt mitgeben kann für jeden Einzelnen, einfach weil wir jetzt aktuell jetzt hier am 7. März stehen, ist halt wirklich einfach so die Convention. Ich glaube, das ist wirklich so ein Punkt, wo ich jedem Einzelnen komplett mitgeben kann, halt wirklich diese Convention halt auch zu 100% mitzunehmen, zu 100% in dieser Convention zu sein, weil, wie ich vorhin schon erwähnt hatte, dort siehst du das große Ganze, dort bist du auf der richtigen Frequenz, dort hast du wirklich die richtige Energie, du hast die richtigen Menschen um dir. Da, was wir eigentlich gleich auf das Umfeld eigentlich rübergehen können, so, weil auch das Umfeld hat einen extrem, extrem großen Einfluss auf deinen aktuellen Erfolg, auf deinen aktuellen Punkt, wo du aktuell stehst. Das stellt dir selber die Frage, mit wem verbringst du am meisten Zeit? Sind es Menschen, die einen normalen Alltag haben, die nicht im Business sind, die nicht dort sind, wo du gerne hin möchtest? So? Oder sind es Menschen, die bereits wirklich alles Personen sind, die wirklich bereits auf diesem Level sind, wo du gerne hin möchtest? So? Das sind so die Punkte, also wirklich, so, wenn ich zusammenfasse, hat wirklich ein Punkt, hat wirklich komplett wirklich eine Entscheidung zu treffen, bereit zu sein, hat wirklich jetzt wirklich all in zu gehen, gewisse Dinge vielleicht wirklich auf die Seite zu schieben, die dich aktuell wirklich von dem Ganzen abbremsen. Und auf den zweiten Punkt, für mich einer der wichtigsten Punkte, ist wirklich die Convention in Barcelona, weil du da halt durch das die richtige Frequenz hast, die richtige Energie und das richtige Umfeld, zu 100%. Yes, genau. Wow, jetzt müssen wir gleich mal schauen. Genau. Ich habe jetzt hier auch ein paar Fragen aufgeschrieben. Ich denke, ich stelle jetzt nicht gleich jede, aber was... Das nimmt mich jetzt sehr, sehr, das interessiert mich jetzt schon sehr bei dir. Und zwar, was waren so denn deine heftigsten Learnings? Oder sagen wir mal, dein heftigstes Learning. Mein heftigstes Learning. Deiner Meinung nach. Mein heftigstes Learning, ja. Ich weiß es. Das ist schon mal gut, ich weiß es. Geil. So, im Endeffekt, ich würde sagen, so mein heftigstes Learning war definitiv damals, als ich so. Ich weiß nicht mehr, welche Position ich damals war. Ich war damals, ich glaube, kurz vor Chairman. Es muss so dieser Zeitraum gewesen sein, kurz vor Chairman. Und jetzt muss man sich vorstellen, so man sein eigenes Business beginnt aufzubauen. So, dann hat man seine verschiedensten Organisationen, die man natürlich auch aufbauen muss, um die verschiedensten Positionen erreichen zu können. Und ich hatte dann eine Struktur bei mir, wo wirklich eigentlich im Endeffekt ein Volumenüberschuss da war, wo ich weiß, jetzt guck, für meine nächste Position, das ist schon mehr als genügend gemacht. Das war damals auf den Chairman zu, das heißt, die Organisation, die war über 200 Mann groß, so, sogar noch ein Stückchen viel, viel mehr. Und ich hatte in dieser Organisation bei meiner Top-Führungskraft eine andere Führungskraft reingesponsert und die Führungskraft aufgebaut gehabt, also dass man sich vorstellen kann, ja. Also eine Führungskraft war da, eine andere Person reingesponsert, die Person zu einer Führungskraft aufgebaut und dadurch wurde dann diese Organisation zu einem viel zu starken Bein als für meinen nächsten Step, sprich damals den Chairman 10. Das heißt, was habe ich damals gemacht gehabt? Ich habe damals meine oberste Führungskraft gesagt gehabt, ey Bro, guck, folgende Situation, ich habe da jetzt eben gerade diese Organisation da reingeballert und so weiter aufgebaut, ist alles sehr, sehr groß geworden. So, das Ding ist, bei mir ist diese Organisation schon viel zu groß für meinen nächsten Rank. Ist es für dich in Ordnung, wenn ich dir diese Calls, etc., einfach den Werdegang auch von der unteren Führungskraft ein bisschen abgebe, damit ich mich fokussieren kann auf meine nächste Position?
Und was natürlich passiert ist, ist man natürlich für ihn so, ja, safe, ey, alles easy, machen wir das Ganze. Ja? Was ist aber dadurch passiert? Ganz, ganz einfach. Ich habe zwar meine Position easy danach gemacht, aber, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ich habe im Endeffekt ab diesem Moment halt wirklich eigentlich so den kompletten Bezug zu meinem Lead eigentlich im Endeffekt verloren. So, und was danach passiert ist, so die einen wissen, 2019 ist etwas passiert, so, ja, wo im Endeffekt, ja, will ich gar nicht groß viel zu weit drauf eingehen. Aber im Endeffekt müsst ihr euch vorstellen, was dadurch passiert ist, halt so, dass dieser enge Kontakt von der unteren Führungskraft, die ich neu aufgebaut habe, eigentlich im Endeffekt ja rübergeschwappt ist zu der oberen Führungskraft und dadurch eigentlich im Endeffekt diese Bindung verloren gegangen ist. Und was ich halt wirklich halt jedem Einzelnen mitgebe und was ich auch selber auch wirklich jedes Zeit eigentlich im Endeffekt umsetze, ist halt wirklich einfach, wenn man beginnt, sein eigenes Business aufzubauen, nicht darauf zu schauen, hey, in welcher Organisation habe ich wie viele Kunden und Partner? In welcher Organisation habe ich wie viel Volumen? Wo fehlt mir noch was? Und sich nur noch auf das zu fokussieren, wo es einem fehlt, sondern das Große und Ganze zu sehen. Ja, auch wenn man jetzt beispielsweise bei dir, wenn du jetzt einen Powerleg hast, das bedeutet ein starkes Bein, ja, wofür dein Chairman 10 fertig ist, fokussier dich nicht nur auf die anderen zwei Legs, sondern fokussier dich immer noch auf das komplette Team, weil im Endeffekt, ja, du willst irgendwann auf 25 gehen. Du wirst auf Champ 50 gehen. Immer nicht nur das Volumen im Backoffice zu sehen, sondern wirklich die Menschen dahinter und jeder mit Person zu helfen, ganz egal, wo diese Person in deiner Organisation ist. Und ich glaube, das war so eines der heftigsten Learnings, die ich selber auf meinem Weg hatte, weil halt auch dadurch später was passiert ist. So, ja. Aber definitiv, das würde ich einem mitgeben, immer wirklich die Menschen zu sehen. Ja. So dieses People over Profits Denken. Jeder Person zu helfen, ganz egal, wo in der Organisation so ist. Und es ist auch das Schöne an dieser Branche, wirklich Menschen helfen zu können, das eigentlich im Endeffekt als, ja, das Wichtigste eigentlich im Endeffekt zu sehen. Ja, genau, ja, das ist so das, was ich glaube, so war so mein persönliches größtes Learning. Ist eigentlich eine sehr, sehr interessante Frage. Was war dein größtes Mein größtes Learning? Learning. Sehr, sehr gute Frage. Ja, da habe ich mich selber im Bann gestellt. Ja. Was war mein größtes Learning? Heftig, heftig, heftig. Wenn ich zurückdenke, ist es schwierig jetzt so gleich auf den Dings. Mein größtes Learning, boah, die Erwischt. Frage, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, die Frage hatte ich letztes Mal schon, ich habe sie beantwortet, jetzt weiß ich aber nicht mehr, wie ich sie beantworten soll. Ja, ich muss sagen, was war das größte Learning von mir? Das ist eine sehr gute Frage. Hatte viele Learnings in der Vergangenheit. Eines davon. Eines meiner größten Learnings, lass mich mal kurz überlegen. Lass mich mal kurz überlegen. Das ist witzig so ein Kopf. Einer meiner größten Learnings war definitiv, ja, hatte, ja, okay, das ist dann, hatte ist auch eine ähnliche Situation so, bezüglich halt diesem People over Profit, was ein extrem wichtiger Punkt ist, wenn ich zurückdenke, dass es Momente gab, wo in der Organisation ich automatisch, sage ich jetzt mal, durch das, dass es gewisse Personen gab, mit denen ich besser klarkonnte, sage ich jetzt mal, dass ich automatisch mit diesen Personen mehr zusammengearbeitet hatte und durch das eigentlich den Bezug zu den anderen automatisch vernachlässigt hatte. So. Ja, also Und es ist, wahrscheinlich auch, weil sich so Freundschaften gebildet haben und korrekt, genau. dann, ja. Korrekt, weil die Beziehung hat eigentlich mit einer Person sehr, sehr gut funktioniert hat, mit der anderen eher weniger. Und genau durch das habe ich aber durch das schnell, schnell den Bezug zu den anderen Personen eigentlich ziemlich schnell eigentlich so verloren. Und das kam halt dann wirklich auch dazu, dass dann irgendwann halt ich damals meinen ersten Kunden hatte ich, ja, sage ich jetzt mal, nicht auf zwei Beine, also auf drei Beine dementsprechend aufgebaut, sondern es waren dementsprechend auf vier Beine. Und das war halt dann wirklich so der Punkt, dass ich dann da so ein Bein hatte, in dem waren eigentlich all diese Leute drin, mit denen ich sehr, sehr gut klarkam. Durch das wurde es ein sehr, sehr strenges Leg so. Mit den anderen Beinen, ja, war es dann halt wirklich so, dass da halt wirklich begonnen hat zu bröckeln und ich dann halt wirklich, sage ich jetzt mal, 1,5 Jahre darum gekämpft hatte, immer diese Beine hoch zu pushen, indem ich immer selber eigentlich wieder neu sponsern musste und irgendwie neue Leute irgendwie angezogen habe und, statt dass es eigentlich viel, viel einfacher gewesen wäre, wenn ich einfach, ja, das Menschliche hat wirklich, wie du es jetzt eigentlich vorhin gesagt hast, hat wirklich das Menschliche dahinter, hat wirklich gesehen habe, so. Und das hat wirklich, glaube ich, das eines meiner wirklich heftigsten Learnings, wo ich für mich bemerkt hatte, hey, schlussendlich geht es wirklich darum, dass du wirklich die Beziehung zu den Menschen pflegst, dass du wirklich die Beziehung zu den Menschen aufbaust, weil das macht langfristig gesehen, wie Dani vorhin gerade gesagt hat, wirklich alles aus, weil es geht ja schlussendlich nicht um deinen nächsten Rang. Es geht nicht, immer durch auch nicht darum,
den Rang, den übernächsten Rang so, sondern es geht irgendwo darum, um eine wirklich Langfristigkeit von, sage ich jetzt mal, 10 Jahren, 15 Jahren, wo es darum geht, wirklich auf das höchste Level zu kommen. Und das funktioniert nicht, ohne dass du wirklich so eine Family, sage ich jetzt mal, aufbaust. Und ich glaube, das war wirklich, glaube das, was eines der heftigsten Learnings für mich war. Ja, definitiv. Yes. Alright. Crazy. Nice. Auf jeden Fall habe ich mir auch noch ein paar Dinge aufgeschrieben. Jetzt, was mich noch interessieren würde bei dir, Bro, ist, was würdest du tun, wenn du jetzt nochmals bei Null starten würdest, und komplett neu am Start bist jetzt. Also wenn du jetzt komplett bei Null, ja allgemein, komplett bei Null jetzt starten würdest. Jetzt in diesem Moment. Wenn du jetzt, du hast jetzt das Wissen. Heute habe ich mich registriert. Ja genau, du hattest diese Learnings jetzt. So, du weißt okay. Jetzt, was passiert war. Was würdest du jetzt mitgeben auch den Leuten, die jetzt zum Beispiel gleich bei Null sind? Ja. Ja, also was ich jetzt mitgeben würde, wenn ich jetzt gerade bei Null bin, ist im Endeffekt, mir geht jetzt gerade so ein bisschen durch den Kopf, so viel, viel schneller, größer zu denken. Viel, viel schneller, größer zu denken, weil im Endeffekt, du kannst dir halt vorstellen, so, ich hatte damals auch so meine ersten 8 Monate eigentlich so in dieser Industrie, wo ich eigentlich im Endeffekt nicht wirklich viel erreicht habe, weil ich einfach selber so, ja, nicht wirklich zu 100% mit dabei war, sondern eigentlich eher so ein bisschen, ja, ich war halt einfach mit dabei, so, ich war halt einfach ein Teil, ich bin auf die Teamcalls gegangen, aber nach dem Teamcall habe ich nicht wirklich weitergemacht. Am nächsten Tag, ja, ich bin zur Arbeit gegangen, aber habe ich was für mein Geschäft getan, so, ja, wenn sich es halt so ergeben hat, weißt du, ich meine, und ich würde da wirklich einem mitgeben, viel, viel schneller, viel, viel größer zu denken, weil wir haben hier wirklich eine Möglichkeit am Start, wo wir durch das Trading, durch aber auch das Network, im Endeffekt 2 verschiedene Wege haben, wo man sich im Endeffekt etwas generieren kann, was nur so groß sein kann, wie man es möchte. Und das muss man erstmals verstehen. Ja? Ich kenne Menschen, die sind alleine durch Trading, jetzt als kleines Beispiel, so Nick Gomez, so der ein oder andere kennt seinen Namen, so das ist eine Person aus Vibecoin, ja, der schickt uns teilweise Ethereum und Ripple Trades, zum Beispiel auch der letzte Stop-Loss bei Ethereum kam von Nick, danke Bro, ja, ist ein Freund von mir aus Miami. Und ihr müsst euch vorstellen, so Nick ist eine Person, der hat sich jetzt einfach, ich weiß nicht ganz genau, ich glaube 7, 8, 9 Jahre beschäftigt, der sich schon mit der Thematik Ripple, Ethereum, allgemein Krypto und so weiter, hat sich wirklich in diesem Bereich wirklich sehr, sehr stark im Endeffekt aufgestellt. Und er hat mir beispielsweise letzten November, hat er mir einfach mal einen Screenshot durchgeschickt gehabt von einem Wochenresultat. Und ich darf jetzt nicht ganz genau sagen, wie viel da drauf war, ja, also ich glaube zumindest so, aber ihr müsst euch vorstellen, so, das war ein Resultat von einer 6-stelligen Summe in einer einzigen Woche. Und das einfach mal zu sehen, wo geht eigentlich die Reise hin, weil die meisten Menschen machen so ein bisschen so den Fehler, dass sie halt einfach sehen, so, okay, was ist denn nächsten Monat? Was ist denn übernächsten Monat? Was für ein Resultat habe ich morgen? Aber was ist denn mit der Frage, welches Resultat besitzt du in 5 Jahren? Ja, und das einfach wirklich zu sehen, viel, viel größer zu denken, viel, viel langfristiger zu denken. Genau das gleiche auch mit Network Marketing. So, hätte ich damals in meinen ersten 8 Monaten, wo ich 0 Resultat hatte, ja, die Entscheidung getroffen, hey, das Ganze funktioniert nicht, meine Freunde wollen das Ganze alles nicht tun, sie geben mir nur Neins, sie kommen nicht auf Meetings, was auch immer. So, guess what, was passiert wäre, hätte ich damals aufgehört. Ich wäre wahrscheinlich immer noch als Kaufmann tätig und würde im Büro arbeiten und irgendwelche Rechnungen ausdrucken und verschicken oder was auch immer. So, wir wären nicht hier wahrscheinlich so. Wir würden uns nicht kennen. Ich würde sehr, sehr viele Menschen nicht kennen. Ich könnte nicht das komplette Leben leben, was ich jetzt gerade erlebe mit den ganzen Freiheiten und so weiter. Und deshalb wirklich einfach unglaublich wichtig, das große Bild zu sehen. Und ich will da einfach auch ganz, ganz kurz mal anknüpfen an auch dem, was jetzt gerade zusteht, weil ihr müsst euch vorstellen, so wie gesagt, meine ersten 8 Monate in dieser Industrie habe ich nichts verdient gehabt. Nichts. Und ich meine mit nichts. Also ich hatte 2.500 Euro Ausgaben und ich hatte $359 verdient. By the way, Shoutout an meine Mom, sie war meine einzige Kundin, die Produkte gekauft hat damals bei Gesichtscreme und Nagelsackerzutschen. Ja, also ist im Endeffekt ist nichts passiert. So, ich hatte 2 Teampartner, meine Mom und eine Person, die von meinem besten Freund, der meine Upline war damals, gesponsert wurde als Mitleid. Ja, so da, nimm mal eins. So. Ja, also ganz, ganz verrückte Story eigentlich im Endeffekt. Das Ding ist aber, Monat 9 hatte ich $2.000 verdient. Monat 10 habe ich $5.000 verdient. Monat 14, war es 14? Ich bin nicht mehr ganz sicher. Doch, ich glaube 14, 13 oder 14 war es auf jeden Fall, habe ich das erste Mal $10.000 in einem einzigen Monat verdient. So, was ist jetzt passiert zwischen Monat 1 bis 8, wo nichts ging, und Monat 9 bis 14, also 6 Monate von 0 auf
10.000 im Monat. Und das Verrückte ist auch hierbei, und zwar, du hast es eigentlich, also ich habe dich vorhin schon darauf angesprochen gehabt, das Verrückte war, dass genau in diesen zwischendrin, nach Monat 8, meine erste Convention stattgefunden hat. Meine erste Convention, damals in Amsterdam, ich war broke, ich hatte nichts, ja, ich war wirklich broke. Ich bin damals am Freitagabend mit zwei Freunden zusammen im Auto meines Vaters, sind wir von der Schweiz aus Freitagabend nach der Arbeit nach Amsterdam hochgefahren, circa 8 Stunden Weg, über die Nacht hochgebrettert, sind dann am Morgen früh am Samstag bei der Convention in Amsterdam auf unserem Stuhl gesessen, haben den Content mitgenommen, haben das große Bild gesehen von der Firma damals, haben wirklich verstanden, was diese Industrie wirklich ist und so weiter. Es hat sich angefühlt, als wäre ich eigentlich, als hätte ich erst jetzt realisiert, was wir eigentlich hier haben. Yeah. Ich weiß nicht, ob das bei dir gleich war, so, dieses Gefühl so. Es hat sich angefühlt, als wäre erst jetzt wirklich das Verständnis da gewesen, was wir da eigentlich hatten. Sonntagabend nach der Convention Auto reingestiegen, wieder runtergeballert in die Schweiz, ist Montagmorgen in der Schweiz angekommen und guess what, was wir gemacht haben, wir sind wieder ins Büro. So, ja, also wir haben eigentlich im Endeffekt alles irgendwie gemacht, um bei diesem Event damals dabei zu sein, da auch danke an meine Up-Up-Up-Line, da hat mich voll gelabert, dass ich muss, da hat gesagt, das gibt's nicht, du kommst nicht mit. Und das würde ich auch einer Person wirklich mitgeben, weil wir haben jetzt gerade dieses Privileg, nach 2 Jahren, das muss man auch mal erstmals verstehen, wir hatten jetzt 2 Jahre lang keine Convention mehr. Und es ist etwas ganz, ganz Spezielles, so ein großes Firmen-Event. Ich habe gerade vorhin von Jason Brown, Champion 57, die Nachricht durchgeschickt bekommen. Wir sind jetzt aktuell bei 7.500 Tickets, die verkauft wurden für Barcelona. Also das wird definitiv, man geht sehr, sehr stark davon aus, dass das Event ausverkauft wird. Da werden 10.000 plus Menschen in einem Raum sein. Da wird eine Energie da sein. Da wird ein Mehrwert kommen. Da wird auch dort dieses, nicht nur der Mehrwert ist relevant, sondern wie gesagt, dieses, man versteht endlich mal, was man eigentlich hier hat. Und ich kann wirklich einfach nur jeder einzelnen Person empfehlen, dorthin zu kommen, weil im Endeffekt, es ist für mich nicht die Frage, was kostet denn Barcelona? Für mich ist eher die Frage, was kostet es, wenn man nicht nach Barcelona kommt? Und wenn ich in meinen Fall geschaut hätte, was hätte es mich gekostet, nicht damals nach Amsterdam zu gehen? Ja, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, es waren 300 oder 400 Euro, was dieses Ticket damals gekostet hat. Dann natürlich den Sprit hin und zurück, die x Stunden Autofahrt. Das hat es mich gekostet. Okay, ein Hotel eine Nacht, das hat es mich gekostet. Wir haben zu dritt ein Hotelzimmer genommen. War illegal. So. Aber wir haben es uns günstig gehalten. So. Aber im Endeffekt ist halt so, ja, was hat es uns gekostet? Ein paar Hunderter. Was hat es mir gebracht? Ja, nach 4, 5 oder 6 Monaten später ein 5-stelliges Monatseinkommen. Ja, das heißt eben so, was wäre ich nicht da gewesen, hätte es mich wahrscheinlich ein 5-stelliges Monatseinkommen gekostet. Ja. Und das ist wirklich das, was ich ebenfalls einer Person mitgeben würde. Oder wenn ich jetzt bei Null bin, was ich jetzt machen würde, unbedingt bei dieser Convention am Start sein, um dieses große Bild mitzubekommen, um zu verstehen, was es da gibt und was es da ganz genau geht. Weil man sagt es immer wieder, bei solchen Conventions werden Leader geboren, bei solchen Conventions werden Entscheidungen getroffen. Und ja, mit dieser Entscheidung wird man schlussendlich auch die Entscheidung treffen, wirklich all-in zu gehen. Ja. Und dann der Rest erübrigt sich eigentlich. So, das ist halt wirklich so das Privileg, was wir jetzt gerade haben. Jetzt in diesem Moment wäre meine einzige größte Entscheidung Barcelona, ich bin damit am Start. So, und auch wenn es vielleicht bei der einen oder anderen Person, das heißt für euch, auch wenn es für euch bei der einen oder anderen Person vielleicht finanziell ein bisschen Struggles gibt, so in diesem Bereich, ja, sucht euch einen Weg, wie es geht. Als Beispiel, letzte Woche Sonntag war ich noch bei einem Home-Event von einem Teampartner von mir. Da haben wir ein Home-Event gemacht gehabt, bevor ich abgeflogen bin hier nach Dubai. Und dann haben wir nach dem Home-Event, haben wir uns noch hingesetzt und haben mit, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie viele Leute das waren. Das waren 7, 8, 9 Leute, die dort noch dabei waren. Ja, es waren alles Teampartner, die uns mit uns noch ein bisschen Zeit verbracht haben. Und wir haben auch mit denen über Barcelona gesprochen. So, es waren 9 Leute, welche alle zusammen kein Ticket hatten, nicht nach Barcelona kommen wollten. Und wir haben circa eine halbe Stunde miteinander nach Barcelona, über Barcelona gesprochen. Und dann meinten sie so zu mir so, ja, sie würden ja gerne kommen, aber da gibt es das Ticket. Das Ticket kostet, ich weiß gar nicht, was das Ticket kostet. 175. Das ist Early Bird. Ja, 195, glaube ich. 195, ja. 205, glaube ich. 205 Euro für das Ticket. By the way, Early Bird, schön, dass du es ansprichst. Wir haben in der Organisation noch Early Birds. Ja, wenn ihr ein Ticket wollt für 175, sagt Bescheid. Wir haben da überall noch Tickets verfügbar. So, aber das Ding ist auch, was ich hinaus möchte. So, ich habe mit denen geschaut gehabt, okay, was gibt es denn für Kosten? Haben wir gesagt, okay, Ticket 175 Euro ist ein Punkt. Klar, okay, diese 175 Euro. Was gibt es aber sonst noch?
Ja, und dann kam einer, ja, aber einen Flug muss ich mir noch leisten. Okay, Flug nach Barcelona, wenn man jetzt bucht, keine Ahnung, 80, 90, 100 Euro hin und zurück, wäre das. Wenn das zu viel ist, das ist cool, weil wir haben mit denen einfach ausgemacht. Die gehen jetzt gerade zu 8, 9, alle zusammen mit dem Flixbus für 14 Euro crazy. Die Fahrt. Für 14 Euro die Fahrt. Das ist wirklich crazy. Die haben das direkt gebucht. So. Für 14 Euro die Fahrt fahren die aus der Schweiz mit dem Flixbus nach Barcelona und zurück. So, die haben komplett Kohle gespart. Dann kommt, was braucht man noch? Man braucht eine Unterkunft. Muss man direkt in ein 5-Sterne-Hotel, in das W-Hotel in Barcelona gehen, wo man 600 Euro pro Nacht zahlt? Nein, so, ist nicht notwendig. Ja? Man kann auch da schauen, so, okay, was gibt es denn für Möglichkeiten, günstig in ein Hotel gehen zu können? Lohnt es vielleicht mit 3, 4, 5, 6 Menschen zusammen, vielleicht auch ein Airbnb zu mieten, ein günstiges? Es gibt so viele Möglichkeiten, dass man im Endeffekt selber seinen eigenen Kostenbetrag sehr, sehr, sehr gering halten kann und für ja, ein paar 10 Euro im Endeffekt eine Nacht im Endeffekt verbringen kann. Ja. Aber den Mehrwert, das große Bild und so weiter, was man da bekommt, so, das ist halt einfach nicht nur 1000-mal Mehrwert, sondern so. Meiner Meinung nach, es ist alles, es ist unglaublich relevant. Und das wäre wirklich so das, was ich jetzt gerade in diesem Moment machen würde. Wäre ich jetzt heute gestartet, ich würde die Entscheidung treffen, no matter what, keine Ahnung wie, ich bin bei Barcelona am Start, weil Barcelona letztendlich so der Schlüssel ja. zum eigenen Erfolg ist. Bei uns auf jeden Fall, wenn ich jetzt gerade überlege, ich habe jetzt gerade, musste kurz überlegen, weil wenn ich zurückdenke, wir hatten damals genau eine Situation, wo wir Tony Robbins an einem Event hatten. Und das Ticket war ja nicht günstig, war glaube ich 500, 600 Euro, dass du bezahlen musstest. Und ich weiß noch, was gewisse Teampartner gemacht haben, was absolut, absolut geisteskrank war. Aber es hat mir einfach wieder gezeigt, hey, wer will, findet zu 100% Lösungen. Ich hatte Leute im Team, die sind auf die Straße gegangen, haben 600 Menschen nach einem Euro gefragt. Und haben das durchgezogen bis zum Event, damit sie sich dieses Ticket kaufen konnten. Auch wenn ich selber zurück überlegte, so, ich meine, es war ein Moment, als ich in dieses Event ging, das war in Krakau, glaube ich sogar, Krakau, war heftig, weil ich hatte damals in diesem Zeitraum, hatte ich 10.000 plus Schulden. So, habe aber trotzdem eine ganze Ticketbox für über 2.500 Euro gekauft für mein Team. Tschüss. Wie ich es gemacht habe? Keine Ahnung. Aber ich wusste, ich will nicht nur mich dort haben, ich will mein Team dort haben. Das heißt, ich habe nach Lösungen gesucht. Ich habe mit Leuten hat irgendwelche Deals gemacht. Ich habe meine Dinge verkauft. Also ich habe Leute in meinem Team gehabt, die haben ihr Fernseher, ihr PS5, alles, was sie hatten, eigentlich verkauft, um so ein Ticket zu kaufen. Sage ich jetzt nicht, dass du das tun solltest. Nee, definitiv nicht. Ich will dir aber damit sagen, wie es jetzt Dani gerade gesagt hat eigentlich, dass es sich zu 100% lohnen wird, weil es kostet dich viel, viel mehr, nicht an dieser Convention zu sein, als dementsprechend halt nicht wirklich nicht hinzugehen. So, und das ist halt wirklich, ja, muss ich gerade noch kurz erzählen, weil das war auf jeden Fall noch eine witzige Situation da. Ja, geil. Ja. Aber es ist definitiv Fakt und ja, ein sehr, 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 sehr wichtiger Bestandteil. Ja, wirklich, weil durch so ein Event, also ich wage zu behaupten, kein Mensch läuft gleich rein, wie er wieder rauskommt. So, nee. Und das ist wirklich etwas ganz, 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 ganz anderes, weil es ist unglaublich crazy. Ich habe es auch vorhin. Ich weiß nicht, mit wem dieser Call war. Es ist auf jeden Fall bei uns da im Airbnb jetzt gerade, war Shaki mit Christine, mit einer Teampartnerin im Call und haben da auch kurz über Barcelona gesprochen. Und da habe ich ihr auch so gesagt gehabt, so guck, das ist, was unglaublich verrückt ist und was einem extrem, extrem viel Belief schenkt. Und ich meine, jeder einzelne von uns weiß es, das, was man glaubt, das wird man. Ja? Das, was man selber glaubt, das wird man. Und es gibt einem so extrem, extrem viel Belief, wenn man beispielsweise in Barcelona zu der Event-Location kommt. Also, by the way, wir haben eine Basketball-Arena. Ja, es sieht unglaublich geil aus, hab schon sehen dürfen. So, aber jetzt musst du dir vorstellen, jetzt kommt man dorthin, dann geht man da in diese Arena rein. Dann ist man ja nicht direkt bei der Convention-Feld, sondern hat man noch ein paar Gänge rundherum. Ja, dann gibt es noch ein paar Dinge dort und so. Und dann läuft man dort, dann sieht man vielleicht eine Person, die einem kurz daran vorbeiläuft oder man sieht eine Person, die neben einem ansteht, um einen Hotdog zu holen oder was auch immer. Weißt du, das sind so Kleinigkeiten. Und dann geht man 30 Minuten später in die Event-Location und sieht die gleiche Person, die gerade neben dir stand, mit dir einen Hotdog genommen hat, wo du gedacht hast, ein ganz normaler Mensch, das Chairman 100 auf der Bühne und du denkst nur so, was geht? Ja? Oder du siehst einen 19-Jährigen, der, keine Ahnung, was im Trading auf die Beine gestellt hat. Du siehst einen 18-Jährigen, der Chairman 50 ist und du beginnst zu realisieren so, wow! Ja. Ja? Und das schenkt einem so unglaublich viel Belief. Deswegen
Also es ist unglaublich relevant. Also ihr merkt wahrscheinlich selber, wie viel wir gerade darüber sprechen. So, ja, ist vielleicht auch gerade jetzt in diesem Moment gerade ein bisschen einseitig, aber ich glaube, ihr merkt wirklich selber so, wie wichtig das eigentlich im Endeffekt ist. Ja, weil so eine Convention wirklich Menschenleben verändert und schlussendlich, wir sind hier in der Branche des Empfehlungsmarketings. Wir sind hier, um Menschenleben zu verändern. Und ja, ein solches Event ist halt einfach der größte Hebel oder wenn nicht sogar der einzige Hebel, meiner Meinung nach so gesagt, wie man schlussendlich wirklich dorthin kommen kann und eigentlich eine massive Abkürzung in seiner eigenen Karriere durchleben kann. Ja. Genau. So, ja, ich weiß nicht, hast du gerade noch eine Frage, Gnettos? Ich hatte vorhin kurz eine Frage, was mich noch interessiert hätte, aber ich glaube, wir haben das gerade während dem Reden schon geklärt. Perfekt. Ich habe nämlich auch gerade keine Frage mehr. Okay. Hat jemand von euch noch, vielleicht auch noch interessant, ja, hat vielleicht jemand von euch irgendetwas, was euch interessieren würde, jetzt in dieser Situation, wo ihr jetzt gerade seid, ja, irgendeine Frage, die ihr mir stellen wollt, die ihr Basel stellen wollt oder sogar beiden stellen wollt, ja, dann habt ihr auch kurz die Möglichkeit, diese Frage hier in die Chat-Funktion reinzustellen, werden wir dann auch noch sehr, sehr gerne miteinander anschauen, ja, kann auch noch sehr, sehr interessant sein, mal zu schauen, was euch denn so interessiert, weil jetzt haben wir irgendwie uns versucht, so Fragen zu stellen, was hoffentlich euch interessiert, so, ja, aber da kommt jetzt auch schon die erste coole Frage und zwar, wie geht die mit Rückschlägen um? Das finde ich eine sehr, sehr coole Sache und zwar im Endeffekt, ich sage es mal so, Rückschläge oder ich nenne es anders, ja, Failures auf Englisch, was heißt eigentlich auf Deutsch, sind es eigentlich einfach Rückschläge? Rückschläge gehört dazu. Ja? Ich habe persönlich gelernt, Rückschläge im Endeffekt sind, das heißt, ich habe es gelernt. Ich habe einfach gelernt, dass das Rückschläge dazugehören. Rückschläge sind für mich nicht irgendetwas, was mich abhält. Rückschläge ist im Endeffekt einfach was ganz Normales und immer wieder kommen wir. Ja? Also auch als Chairman 25 hat man mal Rückschläge in seinem eigenen Business. Auch als Chairman 25 hat man mal einen Stop-Loss, den man hittet. Auch als Chairman 25 hat man mal einen Moment, wo man ein FTMO-Konto wegballert. Ja? Auch mal eine bestandene Challenge, wo man wegwirft, gehört auch dazu. So, es gibt immer wieder Rückschläge, aber das gehört alles dazu. Und was ich damals von Rich, also von Richard Büttner, der Nummer 1 im deutschsprachigen Raum eigentlich im Endeffekt mit auf den Weg bekommen habe, damals im Jahr 2018, war eigentlich im Endeffekt Folgendes, und zwar, wenn du eine kleine Herausforderung hast, wenn du einen kleinen Rückschlag hast, ja, eine kleine Sache, und es ist immer relevant, auf die langfristige Vision zu schauen, auf dort, wo man langfristig hingeht. Wenn du jetzt gerade einen Rückschlag hast, wo du denkst, hey, ja, ist jetzt gerade da, keine Ahnung, einfach als Beispiel, ich habe gerade meinen FTMO-Challenge verkackt, als Beispiel, ja. Wenn du jetzt gerade deine FTMO-Challenge verkackt hast, dann ist es im Endeffekt so ein ganz, ganz kleiner Rückschlag. Was kannst du jetzt tun? Du kannst auf deine langfristige Vision schauen. Wo gehst du eigentlich hin? Was ist eigentlich so das Endprodukt, so nicht nächsten Monat, sondern wo gehst du eigentlich hin im nächsten Jahr, in den nächsten 2 Jahren? Und dann wirst du zuerst schon merken, dass dieser kleine Rückschlag, den du jetzt gerade verspürst, eigentlich im Endeffekt nur so eine kleine Ameise ist, die hier unten in Dubai läuft, nämlich es interessiert niemanden, weil niemanden sieht diese Ameise. Versteht ihr, was ich meine? Ja, es ist halt einfach so. Wenn ich hier runterschaue, dann sehe ich nichts von da unten. So, keine Ameise auf jeden Fall. So, auf der anderen Seite gibt es aber natürlich auch mal größere Rückschläge. So, und wenn man einen großen Rückschlag hat, wie ich zum Beispiel auch damals erlebt habe, Jahr 2019, wo einfach für alle, die es nicht wissen, ich habe damals einen Moment gehabt, wo ich von Chairman 10 auf P1 runtergedroppt bin, weil meine Upline sich entschieden hat, bei einer anderen Company etwas, ja, im Endeffekt zu machen. So, egal, will ich gar nicht groß drüber reden. Der Punkt ist aber, was kann man dann machen? Man hat einen großen Rückschlag. Man denkt, alles ist kaputt, das ganze Leben ist alles nur noch scheiße, was auch immer. Was kann man dann tun? So ganz, ganz einfach auf das kurzfristige Ziel sich zu fokussieren. Was meine ich damit ganz genau? Ich bin damals von Chairman 10 like this mit einem Anruf in meinem Kopf auf Unranked gedroppt. Auf Unranked. Ich dachte nicht mal, ich bin noch P600, by the way. Es war in meinem Kopf, war alles weg. So, ich bin dann P1 gewesen. Aber was habe ich gemacht? Was habe ich gemacht? Ganz einfach, ich habe geschaut, was kann ich jetzt tun? Was kann ich jetzt in diesem Moment machen, um mein nächstes Ziel zu erreichen? Jetzt, ja, und das ist wirklich sehr, sehr relevant.
bei einem großen Problem das kurzfristige Ziel zu sehen und bei einem kleinen Problem einfach die langfristige Vision zu sehen. Ja? Und wenn man das im Endeffekt dann umsetzt, so, dann gibt es im Endeffekt keine Rückschläge mehr, die einem abhalten, wo einem Motivation wegnimmt oder was auch immer, sondern man ist immer und immer wieder in diesem Drive drin und bleibt eigentlich immer dran. Und das ist meiner Meinung nach ganz, ganz wichtig. Ja, ganz klar dazu. Ja. Genau, boah, da kommt echt viel. Ja, da oben geil, kommt was. Hier. Also, wie gehen wir mit Menschen um? Im nahen Umfeld, die einem sagen, es sei ein Pyramidenschema oder ein Scam. Alright, okay. Ja, das ist ein ist eine interessante und lustige Frage. Ich finde persönlich so, was ich halt zu Beginn gleich sagen kann, ist so die Sache, dass egal was du tust, egal was für eine Sache das ist, du immer Menschen haben wirst, die gegen dich reden. Du immer Menschen haben wirst, die was schlecht reden, die nichts können und. Auf der anderen Seite muss man wirklich sagen, ich meine, ich kenne es selber von mir jetzt früher, weil ich, wenn ich jetzt zurückdenke, ich meine, ich hatte ein Umfeld so, wenn ich denke, so wie viele Menschen das gegen mich geredet haben, wie viele Menschen mir gesagt haben, nee, das Ganze funktioniert nicht, das Ganze ist ein Scam, das Ganze ist ein Schneeballsystem. Aber einfach ich für mich hat einfach mir selber die Frage gestellt, alright, wer ist denn jetzt aktuell in diesem Business? Ist es die Person oder bin es ich? Erlebe ich aktuell gerade das Ganze, sehe ich aktuell gerade die ganzen Erfolge und habe ich bereits aktuell das Ganze in der Hand und ziehe, wie man hier damit Geld verdient. Weißt du, ich meine? Und das ist gerade der springende Punkt. Das heißt, nutze das Ganze. Es gibt die Menschen, die lassen sich ein wenig runterziehen von dem Ganzen. Aber es ist extrem, extrem wichtig zu verstehen, dass egal, umso erfolgreich eigentlich du wirst, umso mehr Menschen wirst du haben, die gegen dich reden. Weil sie selber halt gar nicht in diesem Bereich waren, selber diese Erfahrung gar nicht hatten, selber gar nicht wissen genau, wie das Ganze aufgebaut ist. Und ich habe dann halt auch eine Sache gemacht. Und zwar, ich habe mich nicht runterziehen lassen von denen, sondern ich habe das Ganze als Motivation genommen. Ich habe das Ganze als 100%ige Motivation genommen, einfach zu sagen, alright, denk du viel, viel Spaß, wenn du findest, das Ganze ist für dich ein Scam, alright, gar kein Ding so. Ich baue das Ganze auf und früher oder später wirst du sehen, oh scheiße, hätte ich doch damals das Ganze mir nochmals genauer angeschaut. So. Und ja, schlussendlich halt, ja, ist halt einfach so das, dass du das Ganze einfach am besten ausblenden solltest, weil das Ganze halt wirklich für dich nicht dich nicht runterziehen lassen sollst von dem Ganzen, sondern wirklich das Ganze als Motivation nehmen solltest, weil schlussendlich bist du in diesem Business, du weißt, wie das Ganze aufgebaut ist, du weißt, wie es funktioniert und du hast die Bestätigung zu 100%. Keine Antwort. Also ich hätte jetzt auch nur gesagt, prove them wrong. Ganz einfach. Ja. Nimm es als Motivation und freu dich auf diesen Tag, wo du sagen kannst, hey, hier, ich bin FTMO-Trader. Du hast gesagt, das funktioniert nicht. Jetzt habe ich einen fünfstelligen Paycheck, weil ich ein 100k-Konto traden kann. Oder wenn du P600 gehst, zeig ihm, hey, ich bin jetzt P600. Das sind meine wöchentlichen Auszahlungen. Mach den P1 und drücke es ihm nochmals rein. Weil ich meine, geht Sherman 10 und drücke ihm nochmals rein, dass du jetzt 2.500 im Monat bekommst. So, in der Woche bekommst. Es sind im Endeffekt so, ja, es ist eine Person, wo, ja, keinen Plan hat. Prove them wrong, zeig ihnen, dass es funktioniert und zeig ihnen, dass du im Endeffekt die beste Version aus dir selbst machst, während er immer noch am genau gleichen Ort steht. Ganz einfach. Das ist das, was ich damals gemacht habe. Das ist das, worüber ich mich damals gefreut habe. Ihr müsst euch vorstellen, einer meiner besten Freunde damals, auch crazy gewesen, einer meiner besten Freunde damals hat mich gehatet ohne Ende. Ohne Ende. Also wirklich schlimm. In der kompletten Stadt, der hat nur negativ über mich gesprochen, über das, was ich tue. Irgendwann, ich weiß noch ganz genau, hat mich ein Freund angerufen, also wir waren so eine kleine Clique von 6, 7 Menschen, wo wir immer miteinander unterwegs waren, so. Dann hat mich ein Freund angerufen, hat gesagt, hey Bro, wir haben uns schon sehr, sehr lange nicht mehr gesehen, so, hey, komm doch vorbei, wir haben gerade so eine kleine Bar, da gab es so einen Abend so einen kleinen Club, so gesagt, ja. Das ist bei uns in unserer Stadt, gibt es keinen Club. So, gibt es nicht in Rapperswil, so. Ja, gibt es nicht, so. Auf jeden Fall, wir sind gesprochen, hat gesagt, komm doch vorbei. So, es war irgendwie abends 23:30 am Wochenende, so gedacht, so, ja, safe, so besten, alles so am Start. Dann hat er gesagt, der ist am Start, der ist am Start, der ist am Start und der mich komplett gehatet hat. Und nicht damals zu diesem Moment, ich so, oh, geil. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe meine Uhr geputzt. Ich habe mein MCM-Bag angezogen. Ich habe die Sonnenbrille reingeklatscht. Ich habe alles angezogen, was irgendwie teuer war. Das Teuerste vom Teuersten. Bin dort hingegangen, stehe vor diesem Typen, sage ein ganz normal Hallo. Er schaut mich an, sieht da so den MCM-Bergstreifen, schaut meine Schuhe an, Gucci-Schuhe angezogen habe, alles so das Teuerste, was ich einfach so hatte, angezogen habe. Hat meine Uhr angeschaut, so, schaut mich an, fragt mich, ja,
wie läuft das Business? Und ich dann einfach so zur Antwort so, ey, ich sag dir ganz ehrlich, die heftigste Entscheidung, die ich jemals getroffen habe, so, ich reise die ganze Zeit um die Welt, habe die wildesten Partys, damals war diese, ich weiß nicht, ob du es noch kennst, diese Yachtparty, wo wir in Miami hatten, mit vier Yachten nebeneinander, das war kurz danach, habe ich ihm gesagt, wir hatten erst gerade eine Yachtparty mit vier Yachten in Miami, war auf jeden Fall unglaublich verrückt, mittlerweile verdiene ich im fünfstelligen Bereich, und ja, was hat sich bei dir so getan letztes Jahr? Und er schaut mich an und nur so, ja, nicht viel, so. Und ich so, ach, geil, Mann, ja, hey, geh weit, viel Spaß, wieder auf dem Weg und bin weitergegangen zum anderen. Und das war im Endeffekt eine dumme Sache eigentlich, aber es ist einfach so dieses prove them wrong, nimm es als deine eigene Motivation, weil irgendwann wirst du dieses Gesicht sehen, wo dich anschaut und einfach nur denkt so, scheiße, du hattest recht. Ja, heftig. Und das ist wirklich unglaublich genial, das im Endeffekt zu erleben, kann ich nur jedem Einzelnen einfach empfehlen. Zieh es durch und zeige es einfach, dass es geht. Das habe ich vor langem auch noch über das gesprochen, wollte ich gar nicht. Was gibt dir einen Teampartner mit, der es nicht schafft zu networken, es aber möchte, dabei aber die Motivation verliert? Im Endeffekt so, erklär es ihm nicht nur, wie es geht, sondern mach es mit ihm. Ganz einfach. Und wenn er immer und immer und immer wieder die Motivation verliert, jetzt ganz ehrlich so, ey, ich persönlich, ich bin nicht da, um eine unmotivierte Person immer und immer und immer und immer wieder zu motivieren. Es gibt da draußen tausende von Menschen, die Bock haben, etwas zu verändern, tausende Menschen da draußen, die etwas, ja, im Endeffekt etwas suchen, wie das, was wir hier haben. Irgendwann würde ich auch sagen, so, hey, guck, wir haben Barca, geh nach Barca, und wenn du nicht nach Barca gehst, dann hey, nicht mein Problem. Ich hätte es auch erwähnt gesagt, ja. Ja, ganz einfach. So, das würde ich so im Endeffekt tun. So. Mal beginnen, mit der Person wirklich aktiv zu arbeiten, heißt wirklich mit der Person die Schritte zusammen zu gehen, zusammen Einladungen machen, zusammen Präsentationen machen, vielleicht mal ein kleines Home-Event organisieren, vielleicht zusammen ein One-on-One-Meeting und so weiter. Dass man wirklich einfach da im Endeffekt zusammen wirklich den ganzen Weg geht. Wenn das nichts bringt, auf ein Event oder hey, ich habe noch hunderttausende andere Menschen auf dieser ganzen Welt, mit denen ich diesen Weg gehe und ich nicht meine eigene Energie unnötig verschwende. Ja, das würde ich hierbei ganz einfach. Weil langfristig gesehen, ich meine, musst du in der Lage sein, dich komplett selber auch motivieren zu können. Und was ich mich halt immer gefragt habe, ist auch immer so das, hey, ich meine, 90% der Menschen, die sind am Sonntagabend eigentlich nicht wirklich, sage ich jetzt mal, motiviert, um am Montag arbeiten zu gehen, dann gehen ja aber trotzdem. Da frage ich mich halt immer so, was brauchst du überhaupt Motivation? Du brauchst keine Motivation, um auf die Arbeit zu gehen, brauchst aber Motivation, um ein Business zu machen. Macht irgendwie nicht so ganz Sinn, so weißt du, ich meine. Aber ja, schlussendlich sage ich halt wirklich für mich so, der erste und wichtigste Punkt, was auch bei mir das Ganze ausgelöst hat, ist zu 100% Event. Weil Event bringt dir das Ganze, gibt dir diese Energy und gibt dir diese Motivation. Sollte es zumindest. Also eigentlich ja, zu 100%, ja. Safe. Genau. Was habe ich noch? Hey, ab wann seid ihr auf eure Eltern zugegangen, gerade wenn sie eigentlich ein bisschen skeptisch sind, und wie gehe ich damit um? Ich persönlich habe das ab Tag 1 gemacht, und ja. Wie man damit umgeht, ist ganz, ganz einfach. Erklär und zeig wirklich ganz genau, was du tust. Ja. Weil wenn man wirklich ganz genau zeigt, was wir hier haben, ganz genau zeigt, was man hier tut und nicht einfach nur so innerhalb von 2 Minuten versucht, schnell zu erklären, dann kommt vielleicht auch das Verständnis voran, wenn du der Person vielleicht, also deinen Eltern auch noch erklärst, ja, wo denn die Reise im Endeffekt hingeht, warum du das Ganze tust. Ich merke, meine Mom war die erste Präsentation, die ich gemacht habe, gerade mit einer PowerPoint, ja. Mein Dad hat damals gesagt, Schneeballsystem, mach es nicht. ich sag so, ich hab meine Mutter, ich komme aus einer Familie, ich meine komplett Studentenfamilie, meine Eltern, ich meine, mein Weg war eigentlich vorprogrammiert, und ich weiß noch, als ich dieses Business kennengelernt hatte, ich bin nach Hause gegangen, komplett motiviert, ich so, boah, geil, ich habe ein neues Business, boah, ich werde sofort, ich werde reich, ich werde das. Bin nach Hause gegangen, zuerst mal so mit meiner Mutter geredet, sie gleich, hör auf damit so. Und schlussendlich, ja, sind wir eigentlich dann trotzdem mal hingesetzt, haben wir das Ganze mal angeschaut, und da habe ich, glaube ich, das erste Mal, ja, das ist die erste PowerPoint-Präsentation, die ich ihr gezeigt habe. Sie war am Schluss jetzt nicht gleich so, die gesagt hat, ey, geile Sache, mach das auf jeden Fall so. Hat aber schlussendlich gesagt, hey, mach dein Ding, weil schlussendlich, wenn du einen Fehler machst, wenn du auf die Schnauze fällst, musst du auf die Schnauze fällen, damit du es lernst. So ganz, ganz einfach so. Mhm. Ja. Also ich habe es auch direkt gesagt, mein Vater war damals so, als ich ihm kurz erklärt habe, ich weiß noch, er war auf der Couch unten, ich habe es ihm kurz gesagt, was ich da jetzt gerade mache, hat er gesagt, mach es nicht, Schneeballsystem. Als ich ihm danach gezeigt habe, was wir wirklich haben, alles von A bis Z, war er dann wirklich so der Meinung, so, hey, go,
mach es. So, und das ist wirklich einfach so das Ding, so einfach wirklich komplett offen zu sein mit den Menschen. Und wenn man vielleicht auch da mal, also vielleicht auch mal eine Upline als Hilfe mitzunehmen oder einfach auch da eine dritte Person mitzunehmen, wo vielleicht schon ein Resultat hat und vielleicht auch noch was andere Sichtweisen im Endeffekt vielleicht mitgeben kann. Aber ich glaube, also es ist einfach für mich persönlich so, mir hat dieser Support gut getan. Ja, wo ab diesem Moment, wo sie wussten, was ich tue, wo sie daran geglaubt haben, was ich tue, wo sie es verstanden haben, ich würde da wirklich einfach im Endeffekt alles dafür tun, dass die Person es versteht. Schlussendlich ist es auch nur zu deinem Schutz. So, ja. Ich meine, die Eltern machen das zu deinem Schutz, wenn sie aber wirklich verstehen, wie es funktioniert und die Bestätigung bekommen, sehen, hey, das Ganze läuft wirklich, du kannst wirklich, sie verdient wirklich mit dem ganzen Geld, so, dann kann ich dir 1 zu 100% sagen, deine Eltern werden zu 100% hinter dir stehen und dich supporten und pushen, so gut wie es nur geht. Ja, yes, das war auf jeden Fall bei mir der Fall. So, ja, safe. Was kam da noch? Next, wie habt ihr mit Network angefangen, dass die Leute neugierig wurden und wollten bei euch als Partner anfangen? Ganz einfache Frage, Road to Success, Einarbeitungsseite. So, also, ich beantworte einfach mal kurz so, weil im Endeffekt, wir haben da alles von A bis Z drin, genau so, wie es dort im Endeffekt gezeigt wird. Habe ich das gemacht und ich weiß nicht, bei dir was ähnlich? 100%. Okay, simple as that, ja, Road to Success, Einarbeitungsseite, da findest du alles, wie wir das damals gemacht haben. Und auch heute noch machen, by the way, mit den Leuten. Hey, wie helft ihr Leuten, die motiviert sind, aber euch sagen, dass sie die finanziellen Mittel nicht haben? Meiner Meinung nach ganz, ganz einfach. Ich sage denen halt einfach, es gibt immer einen Weg. Es gibt immer einen Weg. Wenn man es wirklich will, dann go for it. Mach's. Simple. Eine Person, welche vielleicht als Beispiel Schulden hat, also du hattest damals Schulden, hast du gesagt. Ja? Eine Person, welche Schulden hat, aber eine Möglichkeit kennengelernt, wie er finanziell was ändern kann, der macht es. Yes. Das heißt, ich glaube sehr, sehr stark daran, dass eine Person sagt, ja, aber aufgrund von Finanzen geht es nicht. Es ist meistens, weil die Person selber gar nicht daran glaubt, dass sie damit im Endeffekt etwas machen wird. Yes. Ja, weil, ich sage es mal so, jetzt einfach mal als Vorstellung. Wenn ich jetzt sagen würde, morgen musst du mir 10.000 Euro bringen. Du denkst jetzt in diesem Moment, ich habe keine 10.000 Euro, ich kann nicht. Ich gebe dir aber übermorgen 20.000 Euro zurück. Würdest du mir morgen 10.000 Euro bringen? So 100%. Keine Ahnung wie, aber du wirst es schaffen. Safe. Versteht ihr? Es geht immer nur darum, bringt es einer Person was oder nicht? Und wenn man halt einfach, das ist auch etwas, was mit der Zeit kommt und definitiv, by the way, auch nach einer Convention passiert. Also wir sind schon wieder da zurück, weil ich hatte damals vor einer Convention nur Neins. Menschen, die mir gesagt haben, ja, geht halt gerade finanziell nicht, ist gerade nicht möglich, dies und jenes und bla bla bla. Und nach der Convention bin ich als ein ganz anderer Mensch zurückgekommen und ich bin von Jahr zu Jahr zu Jahr zu Jahr zu Jahr zu Jahr zu Jahr von 8 Monate keine Folge im Business zu 2K, zu 5K, zu 10K innerhalb von 6 Monaten. So. Deswegen, es geht eigentlich immer nur darum, so was sehen die Menschen? Und wenn sie sehen, dass sie hier eine coole Möglichkeit haben, dann starten sie, ganz egal, wie sie finanziell aufgestellt sind, weil es hier eine Möglichkeit ist, mit der es nicht darum geht, Geld auszugeben, sondern Geld zu verdienen. So, das ist so meine persönliche Sichtweise. Ja, entweder nutzt es das Ganze halt eigentlich als Ausrede oder als Grund. So, und ich meine, ich hatte damals über 20.000, 10, 20, also zuerst mal war es 10.000, irgendwann waren es 30, aber ja, auf jeden Fall war es eine extrem große Summe, hatte ich Schulden und du, ich muss so sagen, mein Paket hat dann nicht 235 Dollar gekostet. So, meine Startkosten waren 11.100 Schweizer Franken. So, und ich war 17. Ja, wie habe ich das gemacht? Keine Ahnung, aber ich habe Lösungen gefunden. Und ich wusste, okay, egal was ich jetzt dafür tun muss, ich organisiere mir das Ganze, weil ich zu 100% wusste, wenn ich dieses Business durchziehe, dann werde ich nicht, dann habe ich nicht daran gedacht, hey, die Schulden abzubauen. Eigentlich ging es mir gar nicht um das, aber ich wusste, hey, es wird geldmäßig, wird jetzt nie wieder Probleme, was das angeht, geben, wenn ich jetzt wirklich hier 100% Vollgas gebe. So. Ja, du musst halt 100%ig hinter dem Ganzen stehen, weil dann weißt du auch, du siehst ja die Bestätigung, du weißt ja, dass das Ganze funktioniert so. Also frag dich nicht, ob du das selber auch schaffen kannst, weil du kannst es zu 100% schaffen, das ist gar keine Frage. So, und die Situationen verändern sich immer und immer wieder, man kennt es ja selber, nach jedem Pullback kommt wieder ein Higher High, das ist ganz normal, das ist nicht einfach im Trading so oder im Business, das ist in jedem einzelnen Lebensbereich so. Und das darfst du sehr, sehr gerne immer so ansehen. Und dann wird das Ganze einiges einfacher. Nice. Habt ihr mit dem engen Umfeld, welche nicht daran geglaubt haben, Kontakt haben, die sich entschuldigt? Glauben sie nun dran? Okay, wenn ich jetzt daran denke, ich lese die Frage nochmals für mich. Habt ihr mit dem engen Umfeld, welchen nicht daran geglaubt haben, noch Kontakt? Ich persönlich fast keinen mehr.
Ich persönlich von meinem alten Umfeld habe ich praktisch gar keinen Kontakt mehr. Muss aber ganz ehrlich sagen, dass ich extrem, extrem dankbar dafür bin. Zumindest ein wenig hart vielleicht so. Bin aber extrem, extrem dankbar dafür. Es gibt gewisse Personen, mit denen habe ich natürlich noch Kontakt. So, mit denen will ich immer wieder mal schreiben, gebe ich wieder mal was trinken. Und ja, ist eine Entschuldigung oder so, ist nicht gekommen, oder so, was das angeht. Aber man versteht sich so, sage ich jetzt mal. Aber ich habe für mich halt selber damals entschieden, dass ich mein Umfeld ändern möchte. Ich habe die Entscheidung getroffen, weil ich genau wusste, hey, ich komme nicht weiter so. So, solange ich dementsprechend ein Umfeld habe mit Menschen, die komplett andere Ziele im Leben haben, die oder praktisch gar keine Ziele haben im Leben, gibt es ja auch sehr, sehr viele. Ja. Ja. Also bei mir ist es so, von diesen Menschen, mit denen ich damals die ganze Zeit verbracht habe, man schreibt ab und zu mal wieder mal. Ja. So ist es bei mir. Ich habe aber im Endeffekt eigentlich nur noch mit 3 Menschen von damals wirklich Kontakt. Und das ist auch ganz, ganz witzig. Sie sind nicht mit IAM irgendwie erfolgreich geworden. Aber einer davon, Thanos, kennst du ihn? Ja. FTMO Trader, by the way. So. Was? FTMO Trader, by the way. Hast du bei IAM gelernt damals? Ja. So. Was? FTMO Trader, by the way. Der andere ist Marco, mein bester Freund, welcher auch selber in seinem eigenen Berufsfeld wirklich, im Endeffekt Karriere eingeschlagen hat und wirklich Dinge tut so. Und der andere ist Mario, mit dem ich auch immer wieder mal etwas zu tun habe, welcher selber in einer Privatbank in der Schweiz im Endeffekt sehr, sehr, sehr weit sich hochgearbeitet hat. Warum? Weil er die Märkte besser liest als die meisten anderen. Oh. Also es sind wirklich Dinge, Menschen, das sind so die 3 Menschen, mit denen ich am meisten, also eigentlich noch Kontakt habe, mit den anderen nicht mehr, und zwar aus einem einzigen Grund, weil, also was heißt nicht mehr? Man schreibt noch miteinander, aber ich habe nicht das Bedürfnis, mit denen etwas essen zu gehen, weil, was will ich mit denen sprechen? Also, weißt du, ich meine, ja. Man lebt sich irgendwie auch durch, man holt sich neue Freunde. Ich gehe lieber mit einem Basel irgendetwas unternehmen, als mit einem Freund von damals vor 6 Jahren, der mir damals gesagt hat, Daniel, das, was du machst, ist Schmutz und immer noch am genau gleichen Ort ist. Warum? Weil wenn ich mit Basel essen gehe, dann kann ich mit ihm über diese Dinge sprechen, welche relevant sind. Ja, wenn ich mit ihm, mit einer Person von damals vor 6 Jahren essen gehe, über was wird dann gesprochen? Ja, keine Ahnung, Corona ist dies und das ist schlecht und das ist scheiße und das ist scheiße. Und ich denke mir gleichzeitig nur so, hey, es interessiert mich nicht, was in deinem Leben gerade scheiße läuft. Lieber spreche ich mit einer Person darüber, die ähnlich unterwegs ist wie ich, versteht ihr? Und das ist so das Ding. So, mit 3 Menschen habe ich noch Kontakt von damals und die haben alle drei eigentlich in ihrem eigenen Leben ebenfalls einen ganz, ganz coolen Weg eingeschlagen. So. Und ja, im Endeffekt sind mit mir zusammen mitgewachsen. So, ja. Und das ist halt so das Ding. Entweder wächst man miteinander oder man wächst halt von den anderen Menschen weg. Und das ist halt etwas, was dazu gehört. Eine Entschuldigung, by the way, kam nie, aber ich brauche keine Entschuldigung für irgendjemanden, denn keine Ahnung, vor was sollten sie sich entschuldigen? Sollten sie sich dafür entschuldigen, dass sie immer noch im gleichen Ort sind und nicht wie ich weitergekommen sind, nicht wie ich frei sind? Keine Ahnung, ich soll mich bei ihnen entschuldigen, dass ich vielleicht nicht noch härter bei ihnen war oder keine Ahnung, ich weiß nicht. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen, nee, gab es im Endeffekt nicht so. Genau. Nächste Frage. Wie viele Early Bird Tickets habt ihr noch aktuell? Also vor dem Call waren es noch 22, jetzt sind es 18. Es wurde gerade 4 gekauft. So, also wenn ihr von mir noch ein paar haben wollt, schreibt mir, die sind wahrscheinlich bald weg. So, 175 Euro oder 185 Schweizer Franken, je nachdem. Nächster Punkt, hast du noch Early Birds? Ich glaube, wir haben auch noch Early Birds, ja. Wir haben auch noch, glaube ich, 20 Stück oder so. Wie viele? Keine Ahnung, aber es sind noch ein paar auf jeden Fall, ja. Die werden auf jeden Fall gut schnell weg sein, glaube ich. Ich könnte jetzt einige Fragen hier reinstellen, aber wenn ich das Incentive reflektiere, habe ich eigentlich schon alle Antworten. Ich kann nur jedem Einzelnen empfehlen, wenn ein Incentive stattfindet, tut alles, um dabei zu sein. Schade, dass ich heute schon zurück musste. Genieß die Zeit noch in Dubai. Es war auf jeden Fall eine geile und unbeschreibliche Zeit. Danke für alles. Danke dir, auf jeden Fall sehr, sehr geil. Ja, cool, Bro. Wo ist der Sitz von eurem Geschäft? Habt ihr da die Schweiz oder den Wohnort gelassen? Sein Geschäft ist in der Schweiz, meins hier in Dubai. Danke euch. Was war für euch der schönste Moment beim Incentive? Was hat der euch bedeutet und wieso genau dieser? Zu 100% die Yacht. Das müsst ihr euch vorstellen, bei mir, ich habe auf der Yacht ein bisschen was ausgelöst. Oh yes, oh yes. Scheiße. Ihr müsst euch vorstellen, so, wir waren auf der Yacht, wir haben einen Scoop gehabt, hatten eine geile Party, es war wirklich sehr, sehr verrückt. Und nach circa 3 Stunden, da waren 4 Stunden auf der Yacht, so, habe ich mich hingesetzt und ich
ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es dazu gekommen ist. Ich bin kurz an mein Handy gegangen, habe eine Nachricht von meinem Dad bekommen. So, für alle, die es nicht wissen, meine Eltern sind mein größtes Warum. So, weil sie haben für mich alles damals gemacht in meiner Kindheit und ich will unbedingt eigentlich so schnell, wie es nur geht, dass es bei ihnen so schnell wie möglich, also fertig ist mit der Arbeit, dass sie so schnell wie möglich dieses Leben leben können. Ich will meine Eltern so schnell wie möglich nach Amerika mitbringen. Ich hoffe, die Impfpflicht ist in Amerika bald weg, also für die Einreise, dass ich die alle mitnehmen kann. Die sind für mich das Größte, warum, was ich habe. Und dann hat es irgendwie angefangen gehabt, dass mir einfach ein, zwei Tränen gekommen sind. Einfach, weil ich an das gedacht habe, so, wo eigentlich so die Reise hingeht. Und dann habe ich nach vorne geschaut und dann habe ich so die Leute gesehen. So, und dann ist mir so durch den Kopf gegangen, so, scheiße, Alter, Dani, was hast du eigentlich durchgemacht, so damals, in diesen 8 Monaten, wo ich Struggles hatte? Ihr müsst euch vorstellen, ich habe damals in meinen ersten 8 Monaten 3-mal quitten wollen. Wegen Thanos bin ich nicht, by the way. Ja, also wenn du Danke sagen willst, dass du da bist, sag Thanos mal Danke. So, warum, wenn ihr denkt, warum ich die ganze Zeit Namen kann, er kennt ihn so. Wir wohnen ja direkt nebeneinander, so gesagt. Ihr müsst euch vorstellen, so, ich hatte damals 3-mal den Moment, wo ich quitten wollte. Und dann bin ich da und habe es durchgezogen und ich schaue vor mich hin. Und dann sehe ich dort diese ganzen Success-Stories. Ja, ich sehe alles, was im Endeffekt generiert wurde. Und ich denke mir einfach so, scheiße, Alter, was ist eigentlich passiert? Du bist jetzt gerade selber, also mir ging so durch den Kopf, ich bin jetzt gerade so selber Chairman 25 mit 24 Jahren. Ich habe selber Six-Figure-Earner kreiert. Ich habe selber Leute in meiner Organisation, welche zu Millionären wurden. Und mir ging all das so durch den Kopf und ihr könnt euch vorstellen, was passiert ist. Ich habe komplett angefangen zu heulen. Es ging einfach nicht mehr. Ich konnte nicht mehr aufhalten. Es ist alles, so die kompletten Emotionen gingen einfach auf einen Schlag raus. Und dann haben das andere begonnen zu sehen und dann so, hey, was ist mit dir los und so weiter. Und dann habe ich konnte nicht mal reden, so, keine Ahnung, habe ich auf mein Handy aufgeschrieben, mein Warum, habe es umgedreht. Und dann plötzlich haben irgendwie alle geheult. Also keine Ahnung, ich weiß nicht, was da passiert ist. War auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr emotionaler Moment. Ein Moment, wo, also so fühle ich es auch, wo uns alle wirklich sehr, sehr nahe gebracht hat. Und das war für mich so ein sehr, sehr, sehr schöner Moment, der mir sehr, sehr viel bedeutet hat. Genau. Ist bei dem Early Bird Ticket auch die Afterparty dabei? Nein, aber die Afterparty, die kann man einfach dazu buchen. Ich weiß nicht mal, was es kostet. Das sind nicht mal viel. 50er So viel? Nicht? Fuffi für die Afterparty? Ich habe keine Ahnung. Dachte, aber das kann man im Endeffekt einfach nachbuchen beim Ticket. Da kann man das Upgrade machen, weil man schickt das Ticket auf dein Ding. Du besitzt das danach. Wo sind wir? Gänsehaut, das war mir. Ah, da sind wir. Danke für Dubai. Danke dir, Bro. Ja, danke. Perfekt. Cool, sehen. Danke fürs Zuhören. Ist auf jeden Fall jetzt wie angekündigt am Anfang. Mal ein bisschen anderer Team-Call, wo wir einfach mal ein bisschen auf andere Dinge eingehen als sonst. Wir haben uns einfach mal gedacht, so, ey, guck, wollen wir jetzt einfach sagen, ich bereite kurz das vor, baller euch mit 30 Minuten Content vor und danach Bars und haben gedacht, so, nee, wir machen es mal so. Ich glaube, das war auf jeden Fall mal sehr, sehr cool, waren sehr, sehr coole Fragen auch mit am Start. So. Und ansonsten, hey, um einfach noch diesen Call zu beenden und jetzt auch die letzten Worte vielleicht zu finden, ist halt wirklich einfach, ey, egal, ob du schon ein Ticket hast oder nicht, such dir, wie du den Weg hast, dass du dort am Start bist. Weil, ey, Barca wird genial, Barca wird unglaublich verrückt, Barca ist meiner Meinung nach wirklich ein Muss. Und mit diesen Worten, eine Sache geht mir nur noch in den Kopf, das hat Simon uns gesagt. Ja, wichtig. Schaut, dass ihr, wenn ihr euch entscheiden solltet, nach Barca zu gehen, euch so schnell wie möglich damit beschäftigt. Wie kommt ihr dorthin? Ja, ob es mit einem Flugzeug ist, ob es mit einem Flixbus ist, mit anderen zusammen, ob es beispielsweise ein günstiges Hotel ist, wo ich euch draus sucht, ob es vielleicht sogar ein Hostel ist, oder wie das heißt, ich bin mir nicht sicher. Motel. Ich will keine Ahnung. So, eins von beiden. So, ja. Ob es vielleicht ein Airbnb ist mit jemandem anderen zusammen, weil man sich vielleicht irgendwie die Kosten tief halten möchte. Beginnt euch jetzt damit zu beschäftigen und schaut mit eurer Upline vielleicht auch zusammen, wie ihr das Ganze miteinander mit anderen Menschen machen könnt. Sucht eine Lösung. Ich wette, wenn ihr mal zu 20 beispielsweise mit einem Bus nach Barca geht, ich glaube, ihr habt wahrscheinlich auf dieser Busfahrt mehr Spaß als alle anderen, die fliegen. Man kann es positiv machen. Aber beginnt euch jetzt damit zu beschäftigen, weil erstens,
habt ihr dadurch einen zeitlichen Vorsprung und zweitens spart ihr euch Geld. Umso später man bucht, umso später man reserviert, umso teurer werden die Preise. Es ist immer Angebot, Nachfrage. Ja? Umso später man kommt, umso teurer wird das. Deswegen beschäftigt euch jetzt damit. Ja, und mehr gibt es eigentlich von meiner Seite aus nicht zu sagen. Hast du noch ein Abschlusswort? Ja, freue mich, euch zu sehen dort. Ja, Mann. Safe. Wird auf jeden Fall eine coole Zeit. Also wir werden uns alle dort persönlich kennenlernen, werden ein paar coole Erlebnisse auch miteinander haben. Und dann würde ich einfach sagen, wünsche euch noch allen einen wunderschönen Sonntagabend, ja, einen wunderschönen Start in die Woche. Und mit diesem Sinne, macht's gut und bis bald. Bye-bye. Ciao, ciao.